Joa Leute, herzlich willkommen hier zu meinem ersten Tutorial auf diesem Kanal. Gleich mal zu Anfang, dieses Video gibt es ja noch nicht auf YouTube oder diese Maschine gibt es ja auch noch nicht auf YouTube, denn die ganze ist für Schweine geeignet und eigentlich auch für Kaninchen, aber da gibt es noch einen kleinen Fehler, der demnächst eigentlich gefixt wird. Und wir fangen jetzt schon mal hier an. So, gleich mal für meine Abonnenten, falls, weil ihr denkt euch jetzt bestimmt, hä, wieso macht der Typ jetzt Tutorials? Normalerweise ist es doch nur ein ganz reiner PvP-Server. So, da habe ich mir so gedacht, ja gut, die haben schon ein bisschen recht, denke ich mir jetzt so, aber ich habe einfach gedacht, ja komm, bringst du ein bisschen Abwechslung rein. Und wegen dem habe ich so eine kleine Regel sozusagen aufgestellt. Ab 30 Likes kommt mein nächstes Tutorial, dass ich sehe einfach, ob ihr dieses Ding feiert oder ob ihr das noch nicht so mögt, also die Tutorials. Und natürlich geht es dann danach wieder mit PvP weiter und PvP höre ich natürlich auch nie auf. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier einfach mal an die Fronttafel. Hier seht ihr schon die 4 Funktionen, die möglich sind und da muss ich auch gleich schon Tag machen. Auf jeden Fall, einmal kann das Ding rohes Fleisch produzieren, einmal gebratenes Fleisch, einmal kann es auch züchten, Entschuldigung, und einmal kann es das ganze Fleisch, was hier in der Truhe ist, abtransportieren. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier oben ist ein kleines Loch drin, da müsst ihr 2 Schweine reinlocken. Ups, das war jetzt Fehler. Schwein rein. Oder lange nicht. Geh halt runter. So, dann müsst ihr 2 Schweine reinlocken, sozusagen Papa und Mama Schwein, und lasst sie ein paar Kinder machen. Ich mache das jetzt mit diesem Ei, ihr müsst es mit normalen Weizen machen. So, die Kinder habe ich machen lassen, dann gehen wir hier auf Züchtung. So, wie ihr seht, hier werden nur die Kinder unten rausgedrückt und die Erwachsenen bleiben oben. Wie funktioniert das Ganze, fragt ihr euch. Hier ist ein Pisten, der drückt's rüber, die Schweine bleiben da, die Kleinen gehen runter. Da denkt ihr euch so ein bisschen, hä, woher weißt du das? Hat er das von YouTube geklaut oder so? Na gut, ich bin eigentlich schon fast verzweifelt, weil ich habe meine Hasenfarm, die ist irgendwo da hinten, keine Ahnung, schon mal gebaut. Und ich habe mir so gedacht, ja komm, das ist doof mit den Hasen, weil da gibt es einen ganz großen Fehler, sage ich sozusagen mal. Weil da ist ein bisschen was verbuggt, das zeige ich euch aber nachher. Als erstes sah meine Konstruktion so aus. Da habe ich einfach ein normales Schwein rein platziert, habe den Hebel umgelegt. Hü, was ist denn das? Weil ich wollte eigentlich, dass dieses Schwein hier durchgeht und nicht mehr zurück kann. Geht aber leider nicht, das Schwein stirbt ja nicht mal, das bleibt hier einfach hinten in dem normalen Pisten drin. Habe ich mir weggemacht, wollte schon eigentlich fast aufgeben, habe aber dieses Schwein einfach mal ein Kind machen lassen, habe es dann ausversucht. So, dieses Schwein bleibt hier, dieses kleine wird einfach unten durchgedrückt und könnte jetzt normalerweise nicht mehr hoch. Kleine Schweine können hier nicht durch, außer wenn sie durchgedrückt werden. Aber das passiert eigentlich nie, außer wir haben hier 1 Milliarde Schweine drin. Dann wird es vielleicht funktionieren, aber das macht ja eigentlich nichts aus. So bin ich eigentlich drauf gekommen auf diese Idee. Das Schwein, das können wir im Prinzip schon töten. Und jo, jetzt zeige ich euch schnell, wie es weitergeht mit dieser Maschine. Hier unten sind jetzt die Kleinen drin und wenn die groß werden, natürlich mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und lasse die schnell groß werden. So, ich habe jetzt nicht lang gefaxt, habe die kleinen Tiere umgebracht, weil ich habe schnell nochmal nachgelesen, weil das kam ein bisschen länger vor. Ich habe nachgelesen, das Ding, es kann 5 bis 20 Minuten dauern, bis die Dinger ausgewachsen sind und es war mir eigentlich zu viel. Ich könnte auch einen Zeitraffer einbauen, aber irgendwie habe ich gedacht, ja komm, irgendwie lohnt sich das eigentlich nicht. Und wegen dem habe ich das so gemacht, kommt ja im Prinzip aufs Gleichhaus raus. Wir platzieren hier einfach ein Schwein, denken jetzt einfach mal, das wäre das ausgewachsene Schwein. Und jetzt haben wir wieder 2 verschiedene Sachen zur Verfügung. Einmal haben wir das gebratene Fleisch. Ich drücke jetzt einfach mal drauf und hier wird Lava rausgeschossen aus diesem Dispenser. Oder Dropper, wie man heutzutage sagt, oder wie man das nennt. So, oder Werfer. Dann geht hier unten per Trichter geht natürlich hier ein gebratenes Schweinefleisch unten rein und wir können das Schweinefleisch schon essen. Hier seht ihr übrigens die Items, die wir nachher noch sehr mit sich brauchen können. Wie diese Lava weggeht, wir drücken einfach nochmal auf den Knopf, die Lava ist weg. So, und jetzt natürlich noch einen anderen Knopf, den verwenden wir nochmal. Hier ist nochmal ein ausgewachsenes Schwein, wir wollen mal rohes Schweinefleisch. Danach wird hier so, oh, ich habe irgendwas mit meinen Stimmen, danach wird hier so ein Wasserblock hin platziert. Normalerweise seht ihr ja schon, das Schwein dürfte nicht ertrinken, weil der Kopf steckt ja im Prinzip in den Glasblock. Nur irgendwie, ja, jetzt wird es noch besser. Nur irgendwie funktioniert das Ganze, dass das Ding Wasserschaden bekommt und so durch auch krepiert. Und so bekommen wir hier auch schon dieses rohe Schweinefleisch hier unten rein und das können wir natürlich auch schon verputzen. Das Wasser geht weg, indem wir hier nochmal drauf drücken. So, wenn jetzt hier zum Beispiel hier ein bisschen Fleisch drin liegt, das ist natürlich jetzt viel zu viel, können wir hier auf Abtransport drücken. Und wie wir sehen, hier wird jetzt schon ein bisschen Schweinefleisch weggenommen. Natürlich muss das Ganze hier in einem Kreis platziert werden, dass es immer wieder vorbeifährt und die Items wegnimmt. Hier hat es 3 mitgenommen. Ich glaube, das ist sogar die Maximalanzahl, die es so schnell mitnehmen kann, weil hier unten sind auch natürlich noch Beschleunigungsschienen. Ich glaube, das ist die Maximalanzahl und ich mache mal wieder schnell Tag.
Und hier liegt natürlich noch Fleisch drin und normalerweise wird es dann immer abtransportiert, in, zum Beispiel in euer Lager oder so. Natürlich gibt es ja auch so eine, wie heißt denn das, das Discard? Das ist ja so ein Dropper oder wie nennt man das, so ein Trichter Card-Dingsbums. Das fährt hier unten durch und dann nimmt es die Items hier raus und fährt es irgendwo hin, zum Beispiel zu einer Zentrale oder so. Falls euer Inventar oder so voll ist, ist es eigentlich richtig praktisch. Ich würde es eigentlich nicht brauchen, ich habe es eigentlich nur gebaut, dass hier unten auch was ist und für die Leute, die für die Leute einfach den Inventar dauerhaft voll ist. So, das wäre es eigentlich dazu. So funktioniert die ganze Maschine und jetzt möchte ich euch eigentlich zeigen, wie das Ganze gebaut wird. So, als erstes nehmen wir die blaue Wolle. Ich mache das hier erstmal auf einer Ebene. Wir nehmen hier die blaue Wolle und bauen 1, 2, 3, 4 nach oben. Nachdem wir die rote einen Block abstehen lassen, bauen wir auch 4 nach oben. Danach platzieren wir auf jeden von diesen beiden einen Stein, einen Cobblestone. Natürlich könnt ihr das in den Blöcken machen, in denen ihr wollt. Danach gehen wir 1, 2, 3, 4 rüber. Also im Prinzip 3 hinbauen und danach hier unten das zu, also die Stützpfeiler hier runterziehen. So. Danach sieht das Ganze so aus. So. Als nächstes können wir im Prinzip hier oben schon die Kammer bauen. Dazu nutzen wir 1, 2. Und hier 2 Glasblöcke. Hier machen wir das weg. Moment, nicht da unten hin machen. Machen hier 2 Glasblöcke hin. Das Ding machen wir auch weg. Machen hier auch 2 Glasblöcke hin. Und so. Danach nehmen wir hier normalen Stein oder Cobblestone, keine Ahnung, ziehen das Ding hier runter und dann wäre es eigentlich schon fast fertig, also die Außenkonstruktion. Danach brauchen wir hier noch einen normalen Kolben, den platzieren wir hier hin. Danach, danach machen wir hier, ziehen wir hier einen schnellen Boden rein. Dann müssen dann können wir im Prinzip vorne auch schon die Kiste machen. Dazu platzieren wir hier eine Kiste und halten Shift gedrückt und machen Rechtsklick auf die Kiste. So ist der Dropper, oder wie nennt man eigentlich das Ding? Dieser Trichter ist dann mit dieser Kiste verbunden und alles, was wir jetzt hier reinschmeißen, geht auch hier rein. Und immer wenn wir aufnehmen, muss es doch echt regnen. So, den Trichter, den nehme ich mir im Prinzip jetzt wieder, aber den brauchen wir eigentlich heute auch nicht mehr. So, als nächstes müssen wir hier eine Eichenholzstufe drauf klatschen und nun brauchen wir auch schon einen Werfer. Den Werfer platzieren wir hier hin und einmal hier hin. So, hier drüber können wir im Prinzip ganz einfach Stein hin machen oder sonst ein Item, was uns gerade beiseite steht. Danach machen wir hier einen Knopf hin, hier unten einen Knopf, hier einen Knopf und hier einen Knopf. Wer will, kann es beschriften. Ich beschrifte das jetzt leider nicht mehr hier hinten. Könnt ihr ja nochmal ablesen, wie das Ganze funktioniert. Oder wie man das Ganze auf jeden Fall schreibt. Danach können wir hier das Ganze hier. Oh, natürlich nicht mit diesem Stein. Können wir das Ganze hier ausfüllen. Außer hier unten die 2 Blöcke. Und hier und hier. So. Können wir eigentlich schon Redstone zur Hand nehmen. So, Stein lassen wir natürlich drin. Hier muss ein Dispenser. Was habe ich denn? Hier muss natürlich ein Redstone-Verstärker hin, weil wenn ihr es hier so hinbaut, funktioniert irgendwie dieses Ding nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, fragt mich nicht. Vielleicht verbindet sich dann hier zum Kreislauf, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er dann hier ein Redstone hin, hier eine Fackel drauf, hier nochmal eine Fackel und dazu löst dann dieses Ding aus. Wenn wir hier den unteren Knopf drücken, passiert dieses. So, als nächstes können wir hier das Ganze hier ausfüllen, dass wir hier zu eine Wand haben. So, was ist als nächstes jetzt hier noch übrig? Hier unten können wir natürlich, ja, das können wir natürlich auch ausfüllen. Und hier muss ein Stück Boden rein. So, als nächstes müssen wir das Glas zur Hand nehmen und platzieren wir es einfach schnell hier oben. Und hier, ihr steht euch jetzt einfach hier so rein und dann muss hier oben ein Horse-Slap hin. Dass die kleinen Kinder, also die kleinen Babys, müssen dann hier unten rausgedrückt werden. So, als nächstes können wir hier ein Glas machen und hier lassen wir natürlich offen. So, dann sieht das Ganze hier auch schon so aus. Im Prinzip sind wir fast schon fertig, weil diese beiden Knöpfe sind automatisch schon verbunden mit diesen Dispensern. Und dieses Ding ist, hier haben wir jetzt gerade ja schon verbunden mit diesem Ding. So, wie mache ich jetzt noch dieses untere, also diese Abfahrt oder wie ich das, oder Abtransport, wie ich das genannt habe. Wir graben hier 3 Blöcke aus, hauen hier 2 weg. Dass wir erstmal runterkriegen können. Und dann eins nach der Kiste noch eins raushauen, so. Dann können wir im Prinzip hier schon die Dinger hier wegmachen, nur das brauchen wir. So, danach machen wir hier eins hin. Das bepowern wir nicht, danach machen wir hier eins hin. Und danach gehen wir hier eins runter, platzieren eine Redstone-Fackel. Dann brauchen wir schnell einen Grasblock und platzieren dann hier
eine Antriebsschiene. Und hier können wir das natürlich auch so ein bisschen enger hier rausgehen lassen. Und hier hinter irgendwo, also da halt zu unserem Standort hin. So, danach nehmen wir eine Trichterlore. Und diese Trichterlore, die können wir dann hier hin platzieren und hier wieder zumachen. So, dann funktioniert das ganze Ding. Ja, das Ding funktioniert. So, die Trichterlore muss ich natürlich dann wieder hier hinstellen. So, im Prinzip ist das Ganze schon fertig. Nur uns fehlen noch zwei wichtige Bestandteile. Die habe ich natürlich jetzt hier vergessen. Einmal brauchen wir einen Lavaeimer und einmal brauchen wir einen Wassereimer. Der Lavaeimer kommt hier rein, der Wassereimer kommt hier rein. So, nun sind wir fertig. Nun können wir die ganze Maschine auch schon ausprobieren. So, ich nehme jetzt einfach mal ein Kaninchen. Das muss ich ja auch noch zeigen. Ups, ich habe es rausgeworfen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Und ein Schwein. Als erstes zeige ich es mit den Schweinen. Wir platzieren ein Schwein und nochmal eins und lassen ein bisschen Kinder kriegen. So. Danach, so. Zwei Kinder sind rausgekommen. Und wenn die dann groß sind, können wir hier drauf drücken für Lava. Dann verbrennt die und hier unten kommen die Sachen rein. Oder wir können sie mit diesem Knopf ertränken lassen. So, das klappt natürlich alles. So, wie sieht das Ganze mit Hasen aus? Mit Hasen ist das Ganze schwieriger, weil wenn wir jetzt im Prinzip... Ups, jetzt haut es die ganzen Viecher da raus. Da brauchen wir schnell ein Schwert. Denn mit Hasen sieht das ganz leicht aus. Denn es gibt noch einen kleinen Fehler, den ich nicht sehr mag. Wenn wir hier normale Hase rein platzieren und dann Lava anmachen, dann schwimmt der nach oben und stirbt und somit sind auch alle Items so brand. Wegen dem funktioniert das Ganze hier nicht für Hasen, wegen dem werfen wir die Haseneier weg und im Prinzip funktioniert dieses ganze Ding schon. Jo. Danke fürs Zuschauen, würde ich jetzt einfach mal sagen. 30 Likes, dann kommt mein nächstes Video. Ich würde mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Dieses Ding hat Arbeit gekostet, bis ich das Ganze herausgefunden habe. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass diese Wolle nicht anfackelt und dieses Ding müsst ihr natürlich auch immer wieder ausmachen. Sonst brennt euch die ganze Wolle hier ab. Da müsst ihr wirklich aufpassen und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.